Für mich gab es die Option aufgeben nicht. Ja, das war einfach so, es musste weitergehen. Ich wollte mein Leben jetzt nicht in einem Rollstuhl verbringen oder den ganzen Tag zu Hause in der Ecke sitzen. Von daher, es gibt immer nur den Weg nach vorne und alles ausprobieren, was man machen möchte. Florian Matschanne, 49.1, übernimmt Einsatzauftrag, kommen. Felix Strohbach und seine Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Schandau auf dem Weg zum Einsatz. Ein Hydrant muss überprüft werden. Der 35-Jährige hat die Einsatzleitung. Ein Stück mehr nach rechts vielleicht noch. Das, was ich mitmachen kann, alles das, was ich anfassen kann, dort, wo ich mithelfen kann, fasse ich mit an. Natürlich sind meine Grenzen dann irgendwo, wenn es um die Brandbekämpfung direkt geht, dann sieht es eher schlecht aus für mich, dass ich in ein brennendes Gebäude gehe oder sowas. Aber ich sag mal, alles andere gibt es wenig Grenzen, die ich mir aufzeigen lasse. Und von daher versuche ich, so viel wie möglich zu machen. Felix ist bei Einsätzen der Kopf der Mannschaft. Der, der die Fäden zieht und alles organisiert und koordiniert. Seine körperliche Beeinträchtigung spielt weder für ihn noch für seine Kollegen eine Rolle. Die Bedenken waren ganz kurz da. Die sind aber sehr schnell weggelöscht worden. Auch nach Rücksprache mit Unfallkasse Sachsen und letztendlich auch mit der Landesfeuerwehrschule, ob es da irgendwelche Probleme gibt. Und da wurde gleich gesagt, nein, keine Probleme. Die Grenzen kriegt er aufgezeigt, das ist ganz klar, durch die Beweglichkeit bzw. die fehlende Beweglichkeit. Aber ansonsten hatten wir nie Bedenken. Er ist Kamerad von uns und das wird er bleiben. Es geschah vor 19 Jahren. Felix ist gerade mal 16 und engagiertes Mitglied der Jugendfeuerwehr. Kurz vor der Wache wird er mit seinem Motorrad frontal von einem überholenden Fahrzeug erfasst. Die Kameraden eilen sofort zur Hilfe. Erst im Krankenhaus wird Felix klar, dass er sein Bein verloren hat. Man ist jung, ich war 16 Jahre alt. Ich hatte ja noch ein Leben vor mir. Was soll ich jetzt so rumheulen, nur weil dem Bein fehlt? Der Rest hat funktioniert, der Rest war dran. Das wurde ja auch alles wieder so, wie man gesehen hat. Von daher, ja, es gab nie die Option mit aufgeben. An die 100 Einsätze fährt Felix im Jahr. Beim größten Waldbrand seit Jahrhunderten in der Sächsischen Schweiz kämpfte er diesen Sommer 5 Wochen Schulter an Schulter mit seinen Kameraden gegen die Flammen. Erst einmal, das, was man wirklich nicht vergisst, ist gerade das am Anfang, wo die Flammen quasi über uns hinweg sind. War selber mit in den Brandgebieten unterwegs, draußen im Wald, täglich so 14 bis 15 Kilometer auf Krücken. Das war wirklich anstrengend. Geht nicht, gibt's nicht. Jedenfalls nicht für Felix Strohbach. Auch mit einem Bein steht er fest im Leben und ist immer bereit für den nächsten Einsatz.